Lesen als auch die Ferne zu schauen. Das heißt, eine Gleitzugbrille ist es. Ja. Und ich würde sowas im Prinzip auch wieder haben wollen. Ja, okay. Jetzt erzähle ich Ihnen erstmal ein bisschen, was man gucken kann. Lassen Sie ruhig die Brille mal auf. Wenn man jetzt eine Fassung aussucht, dann macht es Sinn, erstmal zu schauen, wie sind die Proportionen des Gesichtes. Sie haben ein relativ langes Gesicht. Genau. Ja? Das heißt, Sie können eigentlich schon einen Rahmen wirklich auch gut vertragen. Weil durch den Rahmen würden Sie das Gesicht optisch gut unterteilt bekommen. Okay. Ja? Das ist schon mal ein Parameter, von daher würde ich da auf jeden Fall gucken. Das zweite, wichtig ist, dass die Augenbraue sichtbar ist und auch in der Form etwas betont ist. Das macht die Brille, die Sie haben, auch schon sehr gut. Passt auch einigermaßen von der Form? Das passt gut von der Form. Ich würde genau auch so eine Fassung wieder mit Rahmen einfach mal gucken, ob wir die haben sozusagen oder da, wo sie auch hingehen, dass sie mal schauen, dass sie genau diese Form auch im oberen Bereich hat. Okay. An der Brille fällt mir noch der Steg auf. Der Steg sollte letztendlich auch am schmalsten Punkt der Nase sitzen. Das tut er bei Ihnen auch. Okay. Aber der ist sehr breit und Ihre Nase wirkt dadurch optisch breiter, als wenn wir einen etwas schmaleren Steg wählen. Von der Höhe sitzt er gut. Wenn ich Ihnen die Brille jetzt nach oben schiebe, wird die Nase optisch länger. Sehen Sie das? Ja. Mache ich die jetzt mal ganz tief, wird die immer kleiner und auch ein bisschen knubbeliger im vorderen Bereich, ne? Ja, weil sie ja. da etwas rundlicher ist. Ne? Von daher würde ich bei der nächsten Brille einen etwas schmaleren Steg wählen. Okay. Ne? Also er kann auch sogar ein bisschen kräftiger sein, aber nicht zu massiv. Dann wird die Nase auch schnell zu kurz dadurch auch. Ne? Okay. Dann sollte das Auge ungefähr in der Mitte sein, zumindest was rechts und links betrifft. So, okay. Genau. Optimalerweise, das ist bei dir auch was oben und unten betrifft, aber bei den Fassungen, die wir im Moment haben, die sind ja extra oversized, also extra groß, ja. da funktioniert das nicht. Da reicht das dann, wenn die ungefähr in der Mitte im oberen Bereich sitzen. Okay. Aber das, weil das ist für den Betrachter eine gute, sag ich mal, Parameter zu gucken, ist das Auge in der Mitte. Man kann besser kommunizieren. Aha. Also manchmal, wenn die Leute so Brillen haben, wo ganz eng die Augen an der Nase stehen und die Fassung riesig und dunkel ist, da muss man die Augen suchen hinter der Fassung. Und das ist natürlich nicht ganz so günstig dann letztendlich auch. Ne? Das sind so die Parameter. Den Bügel kann man noch betrachten. Dadurch, dass Sie ein langes Gesicht haben, könnten Sie auch durchaus einen etwas kräftigeren Bügel wählen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich finde es aber auch, der zierliche geht auch, aber Sie können viel markanter noch mit einer anderen Fassung insgesamt wirken. Also, was machen Sie ja beruflich? Ich bin Projektleiter. Okay. Also ich habe Maschinenbau studiert, ich bin heute Projektleiter, habe immer mit Leuten zu tun. Ja, okay. Also wollen Sie eher freundlich wirken, aber auch seriös oder? Ja, ein bisschen seriös soll ich Genau, gut. Ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, ich suche Ihnen dann gleich mal ein paar Brillen heraus und zeige Ihnen das. Schön. Vom Kontrast ist sie natürlich jetzt relativ zurückhaltend. Ja. Es wäre natürlich etwas mehr als eine rahmenlose Fassung. Aber ich glaube, bei Ihnen wäre mir ein bisschen mehr Kontrast noch lieber. Ja, weil Sie haben ein relativ langes, schmales Gesicht. Und Sie können, und ich würde mindestens mal die Intensität Ihrer Augen in der Kontrastfähigkeit einsetzen. Okay. Die Haare werden ja jetzt immer heller ja. ne, im Laufe der nächsten Jahre. Und dann verblasst das ein bisschen. Versuchen Sie mal. Relativ rundlich. Mhm. Von der Breite ist es, glaube ich, ganz gut. Ja, die Breite ist sehr gut, ne? Weil die schließt eigentlich genau mit Ihrer Kontur ab. Ja. Das Auge sitzt zentral, hinter dem Glas, ist auch sehr gut. Ja. Ist jetzt so nicht ganz mittig, aber das habe ich jetzt bei ganz vielen Leuten gesehen. Ja, das ist der modische Effekt, den wir jetzt haben. Ich finde das jetzt nicht so schlecht. Was mir nicht so ganz gefällt ist, Sie sind halt hier schmal. Also eigentlich sind Sie nur bis hierhin, geht Ihr Gesicht und dann geht es ja nach hinten weg. Ja. Die Brille geht aber hier noch gerade und dadurch... Finde ich sie fast zu breit. Also das könnte sogar noch ein bisschen mehr, also das hier könnte etwas kürzer sein, bevor es in die Rundung reingeht. Das wird etwas strenger, dadurch, dass da jetzt mehr Farbe drin ist. Und also ich finde es gar nicht streng, ich finde es zu bunt. Ja. Sie sind nicht so ein bunter Hund irgendwie. Also es passt nicht zu deiner Art. Nein. Er hat eher was Ruhigeres. Genau. Ich kenne sie zwar nicht, aber egal. Ne? Also er hat was Ruhigeres. Ja, ja. Kannst du nicht beschreiben. Und das ist das, was ich gerade in dem Vortrag gemeint habe mit authentisch. Es gibt Leute, die denken, mit einer Brille können sie sich total peppig machen. Aber wenn man das nicht vom Inneren her hat, also dieses Extrovertierte oder so, dann ist das immer aufgesetzt. Genau, die ist jetzt etwas kantiger.
aber die hat ein total ansteigendes. Da sieht man, so rund sind ihre Augen nicht. Und das macht schon fast einen femininen Touch. Was toll ist, ist die Farbe, aber die Farbe finde ich super zu den Augen. Also da kommen, und ich würde eher so arbeiten. Das ist ein Kontrast, der geht jetzt genau in die Augenfarbe über. Und durch diesen Kontrast muss man ihnen in die Augen gucken. Und das ist eigentlich auch ein schönes Ziel. Ja? Also wenn ich kommuniziere, möchte ich ja den Leuten ins Gesicht gucken, in die Augen gucken. Die ist schon deutlich besser, weil sie nicht zweifarbig ist. Ja? Die hat schon sehr viel mehr Ruhe, sag ich jetzt mal. Und die Augen sind, passen auch. Man kann das jetzt nicht so gut sehen, weil die Gläser sind nicht entspiegelt. Mhm. Na, dadurch sind die, sieht man ihre Augenfarbe nicht so. Deutlich mehr Brille. Ja, aber finde ich nicht schlecht, wenn sie solche Farben auch tragen. Ja, wenn ich Ihnen jetzt mal, angenommen, Sie haben jetzt, das finde ich immer toll, wenn man so mehrere Brillen hat, ja. Angenommen, Sie haben jetzt einen Pullover oder irgendwie sowas, auch in so einer Farbgebung. Dann können Sie richtig peppig aussehen. Richtig, ganz anders. Ja, natürlich. Also in Ihnen steckt auch ganz schön viel Potenzial. Ja, also das wirkt jetzt, wenn sich die Farbe wiederholt. Ja, also Wiederholung von Farbe ist immer sinnvoll. Also wenn man eine Brille hat, die zu allem passt, dann macht es Sinn, also nicht mit so viel Farbe zu arbeiten. Wobei eben dieses ganz gedeckte Blau, was wir gerade in dieser Brille hier hatten, das war super, weil das nur wenig Blau war. Ja. Ne? Das ist jetzt schon viel Blau oder auch gar nicht ein richtiges, sondern Sie haben jetzt Petrol. Und dann macht es Spaß, wenn man mehrere Brillen hat, wenn man auch mal sowas hat, wo man dann auch mit einer Farbe arbeitet. Also die Breite passt und die, die Größe von den Gläsern passt auch. Ganz also und Ihr Gesicht, weil Sie haben ja echt langes Gesicht, ja? Schauen Sie mal, das geht von hier oben, schwupps, bis hier hin, ja? Also deswegen brauche ich da jetzt schon irgendwie eine Unterteilung. Und jetzt setzen Sie doch mal zwischendrin mal eben Ihre eigene auf. Ja, dann haben Sie jetzt nochmal den Vergleich. Weil es ist langgezogen, das wird jetzt nicht unterbrochen. Verstehen Sie jetzt, was ich gerade gemeint habe? Unterbrechen ist denn eher, ich meine, das, was jetzt natürlich hier deutlicher zum Vorschein kommt, sind die Augenbrauen. Sind die Augenbrauen, ja. Also die kommen jetzt hier, die bringen so ein bisschen Unterbrechung. Genau. Was mir jetzt auch nochmal deutlich geworden ist, also wenn man Mischfarben nimmt, ist es, glaube ich, bei mir nicht so gut, als wenn man eine zentrale Farbe. Sie sind eher ein bisschen klassischer Typ. Das ist natürlich jetzt hier von der, die geht jetzt auch, wie Sie eben sagten, weil das Gesicht dann nach hinten kann ich zurückgehen, weil das relativ schmal ist, dürfte es hier auch. Aber das ist kein Problem, weil wenn Sie eine Halbrandfassung haben, kann der Optiker hier unten den Schliff ganz individuell machen. Ach, das geht?